Bei gute Zeiten, schlechte Zeiten versaut sich Jessica den Neustart gewaltig. Jessica, Nina Enzmann, hat seit dem letzten Sommer reichlich Schwung zu gute Zeiten, schlechte Zeiten gebracht. Klar, dass wir uns gefreut haben, dass Nina Enzmanns Vertrag bei Deutschlands größter Serie gerade verlängert wurde. Wie auch die Engagements von Niklas Osterloh, 31, spielt Paul, Timur Ülker, 33, Nihat, Marc Weinmann, 23, Luis, und zuletzt auch von Jan Kittmann, 40, Tobias, und Ulrike Frank, 54. GZSZ, Jessica geht in die Krankenpflege. Anlässlich ihrer Vertragsverlängerung erklärte Enzmann im April, Jessica muss letztendlich für sich und ihr Leben eine Entscheidung treffen. Will sie so weitermachen? Nein. Jetzt ist es Zeit für einen Neustart. Sie krempelt ihr Leben um und möchte als Gesundheits- und Krankenpflegerin durchstarten. Ob ihr das gelingt und sie dabei bleibt? Tatsächlich ist inzwischen klar, dass das Arbeitsamt Jessica eine Karriere als Krankenpflegerin nahelegt. Wie ihr euch sicher denken könnt, entspricht auch das nicht den Vorstellungen der luxusliebenden Jessica, bis sie feststellt, dass die Arbeit ihr Respekt von allen Seiten einbringen würde. Und da die Alternative auch nicht berauschend ist, warum es nicht mal versuchen? Viele Alternativen hat sie nicht. Wie ihr bereits wisst, nahm zwischenzeitlich einen Job als Reinigungskraft bei WL an. Klar, dass das Luxusgirl nicht wirklich motiviert war, ihre Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit der herrischen Chefin zu erledigen. So kam es zum Streit mit Katrin, Ulrike Frank, und Jessica stand wieder ohne Job da. GSZ, Lilly fordert Konsequenzen. Ob es im Jeremias Krankenhaus besser laufen wird? Demnächst erwischt Lilly, Iris Mareike stehen, Jessica, die auf einem Patientenbett eingeschlafen ist, und kündigt Konsequenzen an. Jessica verabschiedet sich gedanklich schon von ihrer Ausbildung, doch am Morgen erwartet sie eine Überraschung. Um was es sich handelt, erfahren wir am 19. Juni um 19.40 Uhr auf RTL im Free TV. Auf RTL Plus ist die Folge wie immer mit einer Woche Vorlauf verfügbar. Sternchen.